Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Ja, wir haben uns in eine sehr gute Ausgangslage gebracht, Alter. Meine Zunge scheinbar nicht, deswegen kommt nichts dabei raus, okay. Ich bin generell in einer guten Ausgangslage gerade. Ich habe das ja schon mal angedeutet oder gesagt, dass ich bis GTA 5 rauskommt noch möglichst viel aufnehmen will, um eben gewissermaßen die Zeit dann schön in GTA investieren zu können. Ja toll, das war jetzt echt keine einzige dieser Münzen wert. Ich spreng das Ding gleich in die Luft. So, was sagst du jetzt? Ha, zwei Schlüssel, yes! Ja, also bei Rebirth versuche ich möglichst nicht so viel im Voraus zu machen, weil ich will ja immer wieder hier eure Kommentare beachten, was natürlich sehr wichtig ist. Ich musste natürlich überlegen, wie mache ich das einigermaßen, so, dass es nicht zu extrem ist und doch eine gute Ausgangslage für mich jetzt. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden. Ich, habe ja bei, Dingsrums hier, sag schon. Alter, ich bin gerade voll verballert, weil ich nebenher mich konzentrieren muss, das funktioniert einfach nicht. Ich habe This War of Mine ja mittlerweile schon fertig, habe ich euch ja gesagt. Also die zweite Staffel, eine dritte, wird es zwar geben, aber eventuell dann erst ein paar Wochen später. Weil sonst wird es letztlich auch wieder zu viel Programm, wenn GTA noch rauskommt. Und das ist ein Spiel, was ich ja echt ewig lang erwartet habe und deswegen wird es auf jeden Fall gespielt, habe ich ja gesagt. So, also, This War of Mine ist bereits fertig. Habe ich mir einfach gedacht, weil Minecraft wollte ich nicht so viel im Voraus machen und hier auch nicht, weil ich eben in beiden Spielen noch nicht wirklich Ahnung habe und ihr mir immer wieder gute Tipps zur Seite gebt oder legt oder ja mir nahelegt. Alter, ich hab's voll nicht raus gerade, ne, beim Reden. Spielerisch läuft's einigermaßen, aber reden? Junge, was ist das? Noch eine? Na, war es ja gar nicht so schlimm, dass ich die andere zerstört habe. Oh. Laser. Jetzt habe ich Laser und Feuertränen, oder was? Das ist ja geil. Alter Schalter, also es wird immer noch krasser. Vielleicht kriegt man nochmal ein blaues Herz. Ein blaues Herz. Herz, nicht Fliege. Okay, wir sprengen das Ding, das nervt mich jetzt schon. Und da ist ein blaues und ein Schlüssel. Yippie. Seht ihr, mit Gewalt geht alles. So, auf jeden Fall, GTA, ist klar, wird kommen, auf jeden Fall, so früh wie möglich. Und, wie gesagt, Minecraft will ich ja nicht zu viel im Voraus machen, da ich dann maximal immer eine Woche Vorlauf, was eigentlich auch schon recht viel ist, finde ich. Und, bei Rebirth ist es ähnlich. Alter, zwei volle Reihen. Das ist echt nicht mehr normal. Dafür, dass eben This War of Mine schon durch ist, was eigentlich so erst auch nicht gedacht war, aber gut, habe ich mich entschieden, das Spiel, was als nächstes wirklich gesuchtet wird, beziehungsweise noch möglichst weit gebracht wird, ist Dragon Age. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wollte ich den überhaupt? Health Up. Ja, ich glaube, ich wollte den. Dann können wir nämlich das hier auch gleich kaufen. Aber jetzt ist das Ding leer. Okay, scheiß drauf. Wir brauchen den Pillengenerator nicht. So. Ha! Bin ohne das Ding besser dran. Ja, jetzt werde ich gerade, oder investiere ich gerade so meine ganze freie Zeit, die ich so habe, in Dragon Age Inquisition. Bin da auch schon sehr gut vorangeschritten. Und es ist wieder sehr viel passiert. Also ich hoffe doch, dass sich das nochmal so ein bisschen einspielt. Ich hatte ja dieses Video gemacht, warum es sich lohnt, doch zu gucken oder wieder zu gucken. Das hat auch eine Weile was geholfen, aber danach ist erstmal wieder nichts mehr. Also, die Zahlen haben sich wieder so ein bisschen runtergeschraubt. Ist ja auch verständlich. Irgendwie ist es doch immer so, wenn man was ankündigt oder was neu startet, dass die Aufrufe höher sind. Aber es lohnt sich wirklich. Also, ich bin echt fasziniert, wie vielseitig das Spiel doch ist. Ich habe jetzt wieder eine ganze Menge gemacht und ey, Alter, das ist so geil. Also wirklich so geile neue Spielelemente, die es eben in den Vorgängern nicht gab.
Ich will jetzt allerdings noch nichts spoilern, deswegen werde ich das einfach mal so stehen lassen. Aber es lohnt sich nach wie vor. Klar, es kommen wieder mal ein paar Stellen, wo irgendwie langweilige Sammelquests sind oder such Hinweise, lauf von A nach B und keine Ahnung. Das übliche Rollenspielzeug eben. Aber es kam auch ein Part, wo ich dachte, alter Schalter. Jetzt wird's wieder richtig geil und gerade bin ich an so einer Stelle wieder, wo eine tolle Sequenz nach der anderen kommt, tolle Kämpfe. Ich habe mittlerweile endlich rausgefunden, wie ich mit meinem Magier etwas mehr Mana haben kann, beziehungsweise regenerieren kann. Also jetzt sind wir langsam richtig stark. Kriegt die Kämpfe besser über die Runden als davor. Ähnlich wie bei Isaac scheinbar. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuschauen. Wow. Schöne, abwechslungsreiche Gebiete auf jeden Fall. Oh, fuck, Alter. Aufpassen. Leg mal eine Bombe dahin. Na, kurzzeitig bringt's was. Aua. Meine Fresse, jetzt soll ich mal aufpassen, ey. Ich will doch nicht mein ganzes Leben verspielen schon. Oh, diese Dreckshand. Alter, ich verliere gerade so viele Herzen. Und mein heftiger Schaden ist wohl gar nicht so heftig im Moment. Wie ich das immer dachte. Aber die Bombe hat es gut gesessen, glaube ich. Also ich habe schon mal deutlich mehr Schaden gemacht. So viel ist sicher. Aber auch schon deutlich weniger. Okay, jetzt wird's was. Na, der scheiß Fuß immer. Ja. Gott, habe ich gerade viele Herzen verspielt in dem Bosskampf, ey. Jedes Mal das Gleiche. Das artet immer so aus. Okay, dafür haben wir ein paar rote. Wovon wir wahrscheinlich mindestens eins jetzt wieder hergeben, weil ich so gierig bin. Nein! Was rutscht der auch ab? Oder die? Toll. Teufelsraum verspielt. Ah, ich bin so ein Esel. Trotzdem soll's reichen. Allerdings wäre natürlich dieser... Egal welcher von den beiden schwarzen Dienern es ist, wenn ich da einen bekommen hätte... Egal, besser nicht drüber nachdenken. Oh, mir passiert das so oft, das ärgert mich so, dass ich einfach dann in die nächste Ebene falle. Schade. Wirklich schade. Das stört mich. Ganz so übermächtig, wie ich dachte, bin ich wohl doch noch nicht. Manche Gegner brauchen noch ziemlich lange. Was ist das? Wealth of Gas. Ah ja. Na, wir behalten lieber den. Keine Ahnung, was er bringt, aber wir behalten ihn. Ah, der Bomberman. Der sollte jetzt noch einfacher sein. Scheiße, ich hätte da bleiben sollen, damit er an der Bombe bleibt. Das fällt einem dann immer auf, wenn es zu spät ist. Ja, ja. Ist okay. Weil ich finde es immer lustig, wenn er sich selbst sprengt. Oh. Er hat leider Deckung gesucht und auch gefunden. Schon wieder. Jetzt bleibst du aber mal stehen hier. Genau. Hahaha, Trottel. Naja. Vielleicht nicht die beste Ausbeute, aber wir hatten auch schon deutlich schlechtere. Nicht beschweren, es läuft ja doch noch recht gut. Wenngleich ich auch bei der Mutter recht versagt habe gerade. Bin mir halt nicht sicher, ob die Angriffe vorher nicht stärker waren. Dadurch, dass ich einfach schneller geschossen habe. Weil ich würde mal sagen, grob die Hälfte der Tränen wurden rausgenommen und gegen den Laser ersetzt. Oder durch den Laser ersetzt, gegen den Laser eingetauscht, nennt es wie ihr wollt. Und ich fand, die Tränen waren dann doch noch etwas stärker als so ein Lasertreffer. Der Vorteil beim Laser ist halt, dass er konstant ist und um die Deckung rumgeht. Also kann man da eigentlich mit dem Finger draufbleiben. Dann schießt er weiter die Salven rein, oder die. Und ist trotzdem... Wow. Und lasert dann immer konstant weiter. Also an sich sicherlich ein recht starkes Item. Aber nichts toppt die Laser- und Orbital-Tränen-Kombo. Das war ja so übertrieben heftig. Da hatte ich die Mutter ja in, keine Ahnung, 10 Sekunden tot oder so, gefühlt.
In Echtzeit war es halt wahrscheinlich auch nur 5, 10 oder 20 Sekunden. Oh, zweimal Monstro. Juckt mich gar nicht. Monstros Lunge hatte ich ja letztes Mal auch. Ist ein recht lustiges Item, wenn man dann auch diesen Kotzdinger da machen kann. Wo man dann halt erstmal ein paar Tränen mehr raushaut oder Kugeln. Sind ja dann eigentlich keine Tränen mehr, sondern... Naja. Keine Ahnung. Undefinierbar rotes Zeug, was den Gegnern wehtut. So wie der Laser, nur eben anders. Genau gleich, bloß anders, genau. Haben wir's jetzt. So traurig es klingt, die Ausbeute war wieder scheiße, aber es war doch die beste bisher in der Challenge, in diesem Run. Oh, guck mal an. Der Laser trifft die trotzdem, auch wenn die eingepackt sind. Das ist ja cool. Oder sind die jetzt am Brandschaden noch gestorben? Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie einen Effekt hinterlässt, der dann halt tickt und den dem Leben abzieht. Oh, bis die immer rauskommen, ne? Da vergehen auch 10 Jahre. Aua, ich dachte, ich komme weg. Doch nicht mehr so schnell, wie ich dachte. Oder meine Reaktionszeit lässt gerade wieder ein bisschen zu wünschen übrig. Man weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal was Schönes finden. Oh, schon wieder vorbei. Schade. Gut, den Boss haben wir immerhin schon mal gefunden. Echt jetzt? Ist hier nichts? Legen wir mal eine Bombe mitten rein. Hola! Na, die Falltür nehmen wir aber nicht. Ich will den Boss töten. Wegen dem Item. Es könnte ja was dabei sein. Und wir haben ja letztes Mal gesehen auch, die Falltür bringt einen nicht an einen anderen Ort oder so, sondern hat im Prinzip den gleichen Effekt wie die normale Tür, die nach dem Boss kommt. Und ist eigentlich nur dazu gut, wenn man wirklich sagt, okay, ich überspringe den Boss, aus welchen Gründen auch immer. Aber will ich ja eigentlich nicht. Bin da echt zu ehrgeizig und stolz dafür. Die Bibel, okay. Ich habe mal gelesen, wenn man die Bibel benutzt, wenn man gegen die Mutter kämpft, stirbt sie sofort. Finde ich, ist ein cooles Feature. Ich hatte bisher aber nie das Glück, das einzusetzen, weil, ja, wie gesagt, ich habe die irgendwie nie im Mutterkampf. Und das ist eigentlich der einzige Boss, bei dem ich sage, okay, den könnte man eventuell mal skippen. Oh mein Gott, die Positionierung wieder 1A. Jetzt sollte ich mal wieder aufhören zu sterben und Herzen zu verlieren. Und mich darauf konzentrieren, mich mal wieder so ein bisschen hochzuziehen und voranzukommen. Hahaha, da ist natürlich Fliegen optimal. Warte mal, so. Na, ich glaube, 3 Stück habe ich erwischt. Ich laser jetzt einfach da rein. Tüdelülü. Könnt ihr auch einfach den mal hinterher fliegen, so, dass der mal ein paar Schüsse mehr abbekommt und der auch. So, wenn der hier noch fällt, dann rollen jetzt alle in die gleiche Richtung. Dann kann keiner mehr kommen von der anderen Seite. So, und den hier noch, den schaffen wir, bevor er uns erreicht. Jawohl. Na, das war doch mal gut. Der Run ist echt nicht schlecht, Leute. Da sehe ich jetzt auch keine arg großen potenziellen Möglichkeiten mehr zu scheitern. Außer natürlich an der, am Mutterherz selbst. Scheiße, ich wollte die Steine gleich mitsprengen. Okay, ich bin gerade schon wieder so ein bisschen auf dem Trip, dass ich sage, okay, ich sollte mal wieder auf meine Herzen achten, weil ich hatte 2 Reihen voll, das müsst ihr euch mal geben. Und jetzt bin ich schon wieder fast auf einer runter. Aber der Großteil, muss man einfach sagen, ging bei der Mutter verloren.
Bei der Mutter. Da muss ich sagen, habe ich schlicht zu wenig Schutz dieses Mal dabei. Weil oft habe ich ja, weiß nicht, 3, 4, 5, 6 Diener dabei, die alles abblocken. Gerade die Fernangriffe eben. Gut, vor den Händen muss ich sowieso aufpassen, aber die Fernangriffe, die werden immer ganz gut abgefangen von den, ja, Sklaven, sage ich jetzt einfach mal. Na, wo sind sie? Da. Oh, schon wieder weg. Ah, war doch nur noch einer. Ich dachte, es waren noch zwei. Falsch gedacht. Ja gut, Itemraum gibt es ja hier nicht mehr, wissen wir ja. Das heißt, wir gehen zum Boss. Der da ist, Mr. Fred. Wer zum Henker ist Mr. Fred? Oh Gott, ist der hässlich. Machen wir erstmal die Kleinen weg. Oh je. Ich dachte, der wäre tot. Okay, jetzt Mr. Fred. Oder auch nicht, da ist er noch ein kleiner. Jetzt Mr. Fred. Okay, aufpassen, der schießt nämlich in alle möglichen Richtungen. Ah! Wo hat er den jetzt hergeholt? Warte mal. Ah, nee. War nicht gut. Jetzt vielleicht? Jawohl, der hat gesessen. Oh. Scheiße, wie ich die Bomben hier alle verschwende. Muss doch mal klappen jetzt. Nein, wieder zu weit weg. Puh. Jetzt aber. Ha! Das macht fast keinen Schaden. Scheiß drauf. Wir bleiben beim Normalen. Ich will jetzt nicht alle Bomben verholzen. Bisschen ausweichen, draufhalten, das muss reichen. Warte, wir nehmen mal schnell das Item. Weil das lädt sich beim Bosskill ja wieder auf. Vielleicht finde ich noch was. Nein. Vielleicht auch nicht. Okay, schlechte Ausbeute. Mr. Fred ist tot. Tears shot and speed up. Oh weia. Wer soll uns jetzt noch aufhalten, hä? Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das ist ein drittes Herz. Und ich hoffe, dass ich mir diese scheiß Überheblichkeit, die gerade schon wieder hochkommt, nicht sonst wohin stecken kann, wenn der Run vorbei ist. So ist es ja oft. So nach dem Motto, ich bin der König der Welt. Ein Bossraum später, oh mein Gott, ich bin so scheiße. Wo ist der hin? Da ist er hin. Böser Kacker. Haha. Oh, wo kommt der denn her? Mensch, der spawnt auch noch Viecher. Das ist aber unfair. Yeah, jetzt hat er gesessen. Nur eine einzige Explosion in dem Kampf geschafft. Das ist aber echt mies. Kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. Ja, toll. Und bei den Drecksviechern, da funktioniert es dann. Oh, die Dinger bewegen sich ja. Ich dachte, die wären fest verankert. Also diese... Sei mal Standfüße, keine Ahnung, wie man das nennt. Ah, scheiße. Okay, ist tot, ist tot. Na, noch ein Container wäre ganz nett. Vielleicht wird man ja hier fündig. Wir machen erstmal die Dinger platt. Da haben wir was übersehen. Und hier auch. Allerdings nicht wirklich.
lohnenswert. So, jetzt komm schon. Am Arsch. Meh. Alter. Oh Mann, jetzt kriege ich auch noch Schaden, weil ich zu nah dran war an der blöden Fliege. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir versuchen es hier. Und sprengen das mal gleich. Nee, schwarzes Herz war da nicht drin. Dafür haben wir uns eine zweite Fliege geordert. Ach komm schon. Das kann man doch gar nicht sehen. Yay, Schlüssel. Die werde ich jetzt sicherlich noch sehr dringend brauchen. Oh Gott, jetzt hat's den mit Noten. Das musste ja jetzt passieren. Dass gerade da so eine scheiß Träne explodiert. Na, dann ist unsere letzte Hoffnung jetzt diese Kiste hier. Wir haben ja noch genug Münzen. Spenden kann ich sie nicht mehr, weil die Maschine schon Schrott ist nach einer Münze. Das müsst ihr euch mal geben, ey. Das darf's auch keinem erzählen, ey. Das ist keine Qualitätsware. Das war wohl ein billiger China-Import. Made in Taiwan. Steht bestimmt hinten drauf. Los jetzt, blaues Herz. Schlüssel ohne Ende. Gut, dass wir die noch so dringend brauchen. Ich glaube, jetzt habe ich ein paar Münzen verschwendet, weil ich immer wieder nachgeschmissen habe, bevor das durchgelaufen ist. Ist auch geil. Wow! Das wollte ich eigentlich machen am Ende. Wer hat dir das erlaubt, dich zu sprengen, ey? Das ist meine Aufgabe, nicht deine. Frechheit. Haha. Tastes like burning. Keine Ahnung, was das bringt. Los, los, los. Schnell, schnell, schnell. Muss mal irgendwas kaputt gehen hier. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Sehr schön. Oh, selber machen die sowas. Man gebe mir blaue Herzen. Sonst bereite ich denen allen Schmerzen. Ach Gott, das ist wieder dieser Bossraum in Anführungsstrichen. Der wohl dämlichste von allen. Weil die können ja wirklich nichts. Soll mir recht sein. Ach komm. Wie wär's mal mit was Nützlichem? Wow! Bloß aufpassen. Aber der kleine Bomber ist ja schon tot. Ah, Trottel! Bodeneffekte stören mich zumindest nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Aber dafür trifft mich irgendwie alles andere gerade zur Zeit wieder. Was für Dark Rewards, Alter. Ich krieg überhaupt nichts mehr. Oh je. Scheiße, Mann. Ich hab vergessen, dass die sich bewegen können. Was eigentlich totaler Müll ist, ne? Cheers up. Are you a wizard? Das kann ich natürlich jetzt gut gebrauchen. Range down. Top. Das sowieso. Na also, blaues Herz. Das, was ich jetzt gerade verloren habe. Sag doch, es gleicht sich irgendwie alles wieder aus. Nur manchmal dauert es eine Weile. Scheiße. Mensch, letztens war doch die Hacke übelst lange da. Deswegen wollte ich noch zurück und da auch noch hacken. Aber,
War wohl nix. Zuerst dachte ich ja, die hat ein Limit, wie viele Steine ich zerhacke. Dann dachte ich, es wäre ein Zeitlimit und mittlerweile bin ich mir bei beidem nicht mehr sicher. Beziehungsweise glaube, dass beides Quatsch ist. Und ja, letztlich weiß ich überhaupt nicht, wie lange die Hacke wirkt. Aber rein theoretisch sind das doch Zeit-Items. Oder gut, bei Bombenwerfen natürlich dann bei Benutzung, also pro Benutzung einmal. Also pro Aufladung eine Benutzung, so rum. Pro Benutzung einmal, Das macht auch nicht wirklich Sinn. Ah Gott, mit dem Laser ist sowas natürlich echt einfach. Da ist der Boss. Zweimal Lemon Party, ehrlich jetzt. Geil. Unbedingt. Sag mal, können die eigentlich irgendwas? Vor allem, wie sie auf der Stelle laufen. Muss doch noch irgendwo ein Secret Room sein, bevor ich zu Mutters Herz gehe. Ha! Na also. Sag ich doch. Muss doch irgendwo noch was sein. Aber ich glaube, einen Raumwechsel können wir schlicht nicht machen. Das war wahrscheinlich das Problem. Die Bibel. Nehmen wir doch gescheiter mal die mit. Vor allem Temporary Flight. Ich kann doch schon fliegen. Egal, ich nehme sie trotzdem. Vielleicht hilft es ja gegen Mutters Herz auch. Und nicht nur gegen Mutter selbst. Wo könnten denn theoretisch noch ein Secret Room sein? Ich glaube, das hat keinen Wert, wenn ich da jetzt noch großartig suche, oder? Hier habe ich schon gesprengt. Sehe ich gerade. Gut, dass da noch die Rückstände von der Bombe sind. Sonst freut man sich ja immer über sowas, ne? Aber... sowas wollte ich, ganz genau. Ja, komm. Die restlichen Bomben heben wir uns für den Kampf auf. Nicht, dass wir sie alle brauchen würden, aber... wer weiß. Manchmal geht der Kampf ja dann doch ein bisschen länger als erhofft. Und dann kommt schon was bei rum. Mom's Heart. Halt. Nehmen wir mal die Bibel. Die Halo. Es hat funktioniert! Ist das geil! Das hat funktioniert! LOL! Ich dachte nur... was ist das? So, was kriegen wir dieses Mal? Ich finde das so süß! Echt jetzt? Ein Strick? Oh mein Gott. Was war das denn für ein scheiß Ende? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch scheiße. Mensch, Isaac, sowas macht man doch nicht. Blöder Hammel. So, drei Sterne, drei Kreuze. Und das war's für heute. Danke, Leute, fürs Zusehen. Endlich mal wieder ein richtig erfolgreicher Run. Das freut mich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.